Hallihallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Freudentag. Denn wir feiern heute nicht Weihnachten, auch nicht Ostern, wir feiern 50 Abonnenten auf meinem Kanal. Und dazu werde ich jetzt diesen ersten Teil meines Specials machen. Und ich werde euch ein paar Let's Player zeigen, die ich so, ja, im Moment mir angucke. Aber es werden gleich, also ich muss es gleich sagen, es werden fast keine LPR sein, die irgendwie jetzt gerade auf Abosuche sind. Die meisten sind schon etwas bekannter. Trotzdem will ich euch mal zeigen, was gucke ich so. Und deshalb fangen wir gleich mit dem ersten an. Hier haben wir den Kanal eines gewissen The Assassin 94. Und er spielt gerade Modern Warfare 1, glaube ich. Ja, also er versucht halt immer lustig zu sein und das klappt nicht immer so. Aber ihr solltet vielleicht mal vorbeischauen, wenn ihr mal so Lust habt. Ich glaube, der hat auch, wie gesagt, mal, ja, hier Pokémon gespielt und Crysis auch. Solltet ihr vielleicht mal vorbeischauen. Ja. Mein zweiter, den ich vorstellen möchte, Death Mick. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oder Mike? Death Mike? Irgendwie so. Ihn habe ich entdeckt, weil ich ein Half-Life 1 LP sehen wollte. Und dann habe ich gesehen, der spielt ja alles, was mit Half-Life zu tun hat. Ja, schaut bei ihm vorbei. Also, er hat Half-Life 1 gespielt, er hat Half-Life 2, das Hauptspiel gespielt, Half-Life 2 die erste Episode. Und er ist gerade dabei, Half-Life 2 die zweite Episode zu spielen. Außerdem spielt er Mega Man. Das gucke ich jetzt nicht wirklich so an. Aber was er auch gespielt hat. Na, wo ist es? Portal hat er gespielt. Ein ziemlich geniales Spiel. Wer es noch nicht kennt, oder wer Half-Life noch nicht kennt, sollte mal hier vorbeischauen. Wirklich ein richtig toller LPer. Und ja, ich finde ihn wirklich klasse. Also Half-Life zockt er super. Marco Korn 92. Ja. Ich denke mal, den kennen einige. Allein schon deshalb wegen den, ja, wegen den Tomb Raider LPs und oder LP und dem Silent Hill LP. Deshalb denke ich mal, kennen ihn ziemlich viele. Er spielt im Moment Hitman 2 und ich muss sagen, das macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen, weil ich finde Hitman 2 ein sehr interessantes Spiel und vor allem, ja, er kommentiert ziemlich cool, also auf eine besondere Art, sage ich mal. Ja, ihr solltet mal bei ihm vorbeischauen, wenn ihr nicht schon abonniert habt, weil ziemlich bekannt. So, kommen wir zu einem engeren Kollegen von mir. KK-Coder. Ja, war mal mein Partnerkanal. Ist auch sehr schnell bekannt geworden. 313 Abonnenten im Moment. Ich muss sagen, er macht eigentlich alles richtig, also wirklich, mein Respekt an der Stelle. Er hat wirklich sehr schnell sehr viele Abos bekommen. Er spielt im Moment Spyro the Dragon. Sehr interessant für alle, die auf solche Spiele stehen. Ich persönlich finde jetzt Spyro the Dragon nicht wirklich allzu interessant. Ich gucke mir da lieber sein Resident Evil 4 LP an. Das Hauptspiel hat er schon beendet, die Separate Ways. Macht er gerade. Außerdem hat er Pokémon Rot gespielt. Da lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Für alle Pokémon-Fans und Pokémon Rot. Also sowas muss man schon mal gesehen haben, wer es nicht selbst gespielt hat. Also bei ihm könnt ihr mal vorbeischauen. Er braucht auf jeden Fall jedes Abo. Weil, ja, ich gönn's ihm. Ja, kommen wir zu dem nächsten. Akamaru 545, mein Partnerkanal. Und ja, er ist auch ein wenig erfolgreicher als ich. Aber ja, ich finde ihn sehr interessant. Ich gucke seine LPs sehr gerne. Im Moment spielt er Yoshi's Island. Und außerdem hat er Pokémon Gelb gespielt. Auch sehr interessant. Pokémon Gelb finde ich ziemlich ja, interessant für alle die, die es schon mal, die es noch nicht gesehen haben. Weil Pokémon LPs sind eigentlich nur für die spannend, die das Spiel noch nicht kennen. Weil Pokémon LPs meistens ja aus Training bestehen und naja, also wer Pokémon schon mal komplett durchgespielt hat, also ein Spiel davon, der guckt es bestimmt nicht als LP an. Vielleicht schon, aber
Naja. Ja, also wie gesagt, er LP ziemlich gut und ihr solltet mal vorbeischauen. Kommen wir zu einem wieder bekannteren oder einem sehr bekannten Defakt. LP ist aus Österreich. Ich finde ihn toll, um es mal so zu sagen. Er spielt nämlich im Moment Half-Life 2 mit dem Cinematic Mod. Das ist ein HD-Mod von deutschen Entwicklern. Macht das ganze Spiel ein bisschen schöner. Ich finde, er spielt wirklich genial. Außerdem hat er 4-2 gespielt und allein deshalb lohnt es sich, auf seinen Kanal zu gehen, weil ich finde dieses 4-2 LP wirklich super. Es lohnt sich auch, Portal anzugucken. Man kann es, ja, also Portal lohnt sich in jedem Fall, egal bei welchem LPR. Außerdem hat er Portal, bei Portal hat er doch, ja, bei Portal hat er diese Mods, diese Karten, die man so hinzufügen kann, ich glaube schon. Ja, genau, Karten, also praktisch Karten von eigenständigen Entwicklern, die man im Portal einfügen kann. Hat er schon gespielt, war auch sehr interessant. Und ja, Battlefield Bad Company 2 hat er auch gespielt, also bekanntes Spiel. Sollte mal vorbeischauen. So, und warum habe ich Black Hand hier drin? Einfach, weil ich finde, ja, er gehört zu den besten LPern, die es auf YouTube überhaupt gibt und deshalb sollte Erwähnung finden. Er war auch einer der LPer, die mich aufs LPen gebracht haben. Und ja, er LPt im Moment Metro 2033. Hammergeiles Spiel. Er ist, denke ich mal, sehr bekannt für sein Half-Life 3. Half-Life. Fallout 3, Entschuldigung. Bin gerade irgendwie ein bisschen. Fallout 3 LP. Wo er ja wirklich über fast knapp 400 Folgen von Fallout 3 gemacht hat. Es werden wahrscheinlich alle kennen, die dieses Video anschauen, aber trotzdem, er war halt einer der, die mich aufs LP gebracht haben und deshalb sollte er auch hier Erwähnung finden. Und zu guter Letzt Gunner 87K. Auch schon recht erfolgreich. Ich finde ihn wirklich genial. Ich finde ihn genial wegen seines Resident Evil 3 LPs. Deshalb bin ich auf ihn gestoßen. Wirklich genial. Also, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das ist wirklich. Es ist lustig, unterhaltsam und er macht es wirklich. Also, Wahnsinn. Solltet ihr mal anschauen, Resident Evil 3, empfehle ich von ihm. Alone in the Dark 4 macht er auch wieder. Gucke ich mir auch an. Gerade solche, diese Mystery-Spiele sind sehr interessant. Und ja, das waren meine LP, die ich für euch vorstellen möchte. Was heißt vorstellen? Die ich zeigen möchte. So. Und hier sind wir wieder auf meinem Kanal. 50 Abonnenten. Haha. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, das Special wird aus drei Teilen bestehen. Der erste Teil, den habt ihr jetzt gesehen. Der zweite Teil folgt nach dem ersten Teil. Ja. In diesem zweiten Teil, ich gebe schon mal einen kleinen Ausblick. Ich werde euch ein Tutorial zeigen, wie ihr als Let's Player aufnehmen könnt, wie ich persönlich aufnehme und ich werde euch dazu ein paar Tipps geben, die ich oft schon gelesen habe als Problem. Es gibt da so gewisse Sachen, die man beachten muss, wo ich finde, die könnte man doch mal, das könnte doch mal als Tutorial zeigen. Und das werdet ihr im zweiten Teil sehen. Im dritten Teil habe ich noch eine Überraschung für euch. Was heißt Überraschung? Ich glaube schon, dass es eine Überraschung sein wird. Aber ja, ihr werdet, ich denke mal schon, euch drüber freuen. Und somit sage ich diesem ersten Teil von dem 50er-Abonnenten-Special, macht's gut, danke, dass ihr mein Special anguckt und bitte Kommentare. Wäre nett. Und natürlich Daumen nach oben. Nur mal so kurz. Ich hasse dieses neue Bewertungssystem. Ja.
Also, ich fand die Sterne besser, aber das muss jeder selber wissen. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Teil meines Specials. Ciao, ciao.